Hey Leute, Crimex hier, was geht, Paul Berger? Wir werden heute gemeinsam auf lustige Momente, die in Freizeitparks aufgenommen wurden, reagieren. Leute, ich würde sagen, wir starten rein. Lass dein Like und dein Abo da und let's go mit dem Video. Familie schicken. Das hat am Ende allerdings nicht ganz so gut geklappt. Für sein Video hätte er sich nämlich nicht direkt an die Wasserbahn stellen sollen. Alter, das ist echt lost an der Wasserbahn. Er macht sogar ein Video für seine Familie. Sogar ein Deutscher war das. Die meisten Leute gehen in den Freizeitpark, um Spaß zu haben. Das kann man von diesem Mädchen hier wohl nicht behaupten. Aber das hat man eben davon, wenn man seiner Freundin einen romantischen Ausflug verspricht und sie dann ins Disneyland bringt, ist statt doch voll geil. Eiffelturm in Paris. Ist doch voll geil, Disneyland. Warum macht sie denn so? Etwas anders als erwartet. Wäre das meine Freundin, würde ich sagen, dann nehme ich dich halt nirgendwo mehr mit hin. So ein Ding. Abbott lief auch sein Besuch im Park ab. Entweder hat ihn das Kettenkarussell an seine persönlichen Grenzen gebracht und er ist mal kurz ohnmächtig geworden. Oder er gönnt sich einen kleinen 5-Minuten-Nap, bevor der Stress mit den Kindern gleich weitergeht. Wusstest du, dass nicht jeder auch genauso aus dem Freizeitpark kommt, wie er vorher reingegangen ist? Kein Scherz, dieses Mädchen weiß, wovon ich rede. Oh nein, ihre Perücke. Ihre Perücke ist weg. Erst macht die teure Perücke einen Abgang und dann bekommen auch noch ihre guten Wimpern ein ungewollenes Lashlifting. Die Perücke hat sie dann aber zum Glück noch irgendwo zwischen den Sträuchern wiedergefunden. Ey, das ist crazy. Während ihre Schwestern schon seit Jahren verheiratet sind und Kinder haben, bleibt diese Frau lieber die verrückte Tante, die auf jedem Ausflug etwas über die Stränge schlägt. Aber wer kann es ihr schon verübeln? Das sieht schließlich echt nach Spaß aus. Auch ich glaube, die hat einfach ein paar Pfund zu viel für dieses Speed drauf hatte. Für die Kinderrutine. Beim Bungee-Jumping gibt es ja eigentlich gar nicht so viele Regeln zu beachten. Das Wichtigste ist definitiv das Springen und der Rest passiert dann schon ganz von alleine. Okay. Ach ja, und man sollte natürlich nach vorne springen, und nicht einfach nach oben, wenn man noch auf dem Podest steht. Ja, der hat Angst, das hätte der hat man Angst. Diesem Typen hier vielleicht vorher sagen nee, der müssen. Hat Angst, der kann es nicht überwinden. Ja, der macht nicht. Du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Das wissen wir alle. Also besser schnell eine kleine Mahlzeit verdrücken. Und wenn das gerade mitten auf einem Fahrgeschäft passiert, dann ist das auch okay. Ich meine, wünschen wir uns nicht alle einen Freund, der einem egal in welcher Situation die Soße hinhält? Essen während dem Freefall Tower, das ist krass. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Als sie in ihrer Freundesgruppe einen Mädelstag vorgeschlagen hat, dachte sie eigentlich an sowas wie shoppen gehen oder Nägel machen lassen. Aber so ist das nun mal, wenn man von den anderen überstimmt wurde und sich jetzt auf einer kranken Achterbahnfahrt befindet. Ich check das gar nicht, dass man bei so Achterbahnen so rum, also es ist ja, was denken die denn? Denken die jetzt, die fliegen da wirklich raus und sterben oder also? Boah, sollte in diesem Jahr definitiv an diesen Typen hier gehen. Er bringt seine Kinder nicht nur in den Freizeitpark und lässt den ganzen Tag komische Karussells über sich ergehen, er sorgt auch für die passende musikalische Unterhaltung dabei. Der Vater gibt alles. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum es in manchen Achterbahnen Größenbeschränkungen gibt? Falls ja, dann kommt hier die Antwort. Oha. Hätte er sich nämlich nicht geduckt, dann hätte er jetzt vermutlich eine schicke Kurzhaarfrisur. Alter, das darf aber auch nicht sein. Auch wenn es keine festgeschriebene Regel ist, sollte man trotzdem überlegen, wieso bei dieser Attraktion größtenteils nur Kinder anstehen. Das könnte nämlich vielleicht daran liegen, dass man als Erwachsener auf der Fahrt etwas zu viel Speed aufnimmt und die sichere Landung dann nicht mehr ganz gewährleistet wird. Irgendwie scheint es da wohl einen Trend zu geben, dass man gerne in Fahrgeschäfte geht, die eigentlich nicht für sein Alter vorgesehen sind. Tja, diese Jungs sind jetzt wohl um ein Hausverbot reicher und der Freizeitpark dafür um eine Ente ärmer. Während die meisten Leute schon genug mit der Achterbahnfahrt an sich zu kämpfen haben, bauen diese Jungs noch eine extra Challenge ein. Wer das Wasser länger im Mund halten kann, der ist der glückliche Gewinner. Allzu lange hat das allerdings nicht funktioniert. Da kann man sich nur für die Reihe hinter ihnen wünschen, dass die jetzt nicht klitschnass sind. Sie sind aber scheinbar nicht die einzigen, die einen Freizeitparkbesuch mit Challenges verknüpfen. Dieses Pärchen hat es sich zur Aufgabe gemacht, so wenig Wasser wie möglich zu verschütten. Was, wie man sich vielleicht schon denken kann, auch nicht ganz so funktioniert hat. Aber hey, so kann man natürlich auch für eine Wasserbahn sorgen, wenn der Freizeitpark keine hat.
Kreativ geworden sind auch diese Leute hier. Denn was macht man, wenn der Park schon seit Stunden geschlossen hat, man aber unbedingt noch eine Fahrt mit der Schiffsschaukel machen will? Klar, man lässt die stärksten Jungs aus der Gruppe arbeiten. Dafür hat man ja schließlich Freunde. Also entweder ist der Typ aus dem nächsten Clip ein echt unfairer Spielverderber oder er ist einfach ein Genie. Zumindest denkt er selbst Letzteres von sich. Mit der Methode dürfte ihm der Highscore aber auf alle Fälle sicher sein. Ach, er hat so ein Hack. Er hat den Hack. Es ist die größte Angst eines jeden, der sich auf die Achterbahn traut, dass einem irgendwann einfach das Handy aus der Tasche rutscht. Oh ja, das ist wirklich die größte Angst. Das muss man... Das fliegt doch safe noch raus. Kurz haben wir noch gedacht, dass die Aktion vielleicht noch gut gehen könnte, aber da haben wir uns wohl getäuscht. Apropos Handy im Freizeitpark. Vielleicht sollte der Junge aus dem nächsten Clip seins mal besser zur Seite legen. Aber wenn bei Heyday mal wieder die Kühe gefüttert werden müssen, dann kann er halt nicht Nein sagen. Er ist eben ein verantwortungsbewusster Farmer. Er hatte nur einen Job, und zwar seine Freundin, die nicht schwimmen kann, am Ende der Rutsche aufzufangen. Den hat er aber nicht nur gründlich versemmelt, er hat ja auch noch die Perücke vom Kopf gezogen. Er hat's wirklich komplett verkackt. Also eins steht fest, wer so einen Freund hat, der braucht echt keine Feinde mehr. Auch der nächste Clip, der in einem Freizeitpark aufgenommen wurde, ist ganz schön lustig. Dieser kleine Junge muss nicht mal vom Wasser getroffen werden, sodass er hinfällt. Das passiert nämlich schon ganz von alleine. Ob man wirklich auf das Fahrgeschäft gehen will, sollte man sich im Übrigen besser vorher überlegen. Ist man nämlich einmal drin, dann gibt es kein Zurück mehr. Dieses Mädchen wollte gerade sagen, dass ihr das Ganze irgendwie nicht ganz so geheuer ist. Richtig zum Punkt kommen konnten sie allerdings nicht, denn da ging der Spaß schon los. Die Arme, jetzt muss sie durchziehen. Wie man es seiner Mutter heimzahlen kann, wenn sie auf das Pausenbrot versehentlich Käse macht, obwohl man Nutella wollte? Na, ist doch ganz einfach. Man nimmt sie einfach mit in den Freizeitpark und setzt sie in eine schnelle Achterbahn. Glaubt mir, der Rest regelt sich dann schon ganz von alleine. Während sich die Frau von gerade ziemlich sicher war, dass das eine absolute Horrorfahrt war, weiß dieser Junge noch nicht wirklich, wohin mit seinen Emotionen. Hier geht's. Noch nie war der Grat zwischen ich fang gleich an zu heulen und so. Das ist das Geilste, was ich jemals gemacht habe, schmaler. Sie wollten eine Wasserbahnfahrt, sie kriegen eine Wasserbahnfahrt. Nächstes Mal sollten sie neben den Taucherbrillen auch einen Neoprenanzug am Start haben. Ah, das ist eklig. Ich hasse das auch, wenn man so komplett nass bei sowas wird. Ein bisschen leid tun kann einem auch das kleine Mädchen aus dem nächsten Clip. Dabei wollte sie doch einfach nur mal was anderes machen, als ständig mit Puppen zu spielen. Wobei sie sich in der Situation wahrscheinlich nichts lieber gewünscht hat, als genau das zu tun. Die Fahrgeschäfte im Freizeitpark bringen aber nicht nur ganz junge Mädels an ihre Grenzen. Wie man hier sieht, haben auch Teenager an den Geschwindigkeiten zu knabbern. Im Schreiwettbewerb haben sie mit der Performance aber sicherlich gewonnen. Das Mädchen aus dem nächsten Video weiß aber genau, was man in so einer Situation am besten tut. Sie schickt vor lauter Panik erstmal ein Stoßgebet in den Himmel. Na, dann hoffen wir mal für sie, dass ihre Wünsche erhört wurden. Ein paar Jährchen sind es ja schon noch bis zur Führerscheinprüfung, aber ich ahne nichts Gutes voraus. Denn mal ehrlich, das sieht ziemlich nach einem chaotischen Fahrstil aus, oder was meint ihr? Wie gut, dass Dinosaurier schon seit ein paar Millionen Jahren ausgestorben sind. Eine Begegnung mit einem echten hätte der Typ nämlich höchstwahrscheinlich nicht überstanden. Der kommt aber echt ganz schön nah, der Dino. Während sich die Frauen gerne mal die Seele aus dem Leib schreien, versuchen Männer, den Adrenalinschub offenbar etwas anders zu komprimieren. Seine Gesichtsausdrücke sagen jedenfalls mehr als 1000 Worte. Was macht er denn da mit seinem Gesicht, ey? So ein langer Tag im Freizeitpark kann ganz schön anstrengend werden. Da ist so eine kleine Dusche doch wohl eine willkommene Ablenkung. Oh mein Gott. In diesem Fall etwas schneller als erwartet kam. Aber keine Sorge, hier ist nichts passiert.
Das hat sie komplett umgeschaddert. Der dürfte nach der Achterbahnfahrt für sein Leben gezeichnet und traumatisiert sein. Er geht nie wieder auf eine Achterbahn, der Bruder. Wenn man vorher bei seinen Jungs auf dicke Hose macht und angibt, dass einem nichts und niemanden aus der Fassung bringen kann. So wird es wahrscheinlich gewesen sein. Eine Fahrt mit der Achterbahn kann aber nicht nur zum Albtraum werden, wenn man panische Angst vor ihr hat, Handy sondern auch, wenn man vergisst, auf sein Hab und Gut aufzupassen. Tja, da hat wohl jemand auf seinem Handy wortwörtlich den Flugmodus aktiviert. Der war flach, gut, dass es für den Freizeitpark keine Altersgrenze nach oben gibt. So kann man auch nach 50 Jahren Ehe noch für abenteuerlustige Dates sorgen. Wobei zumindest seine Frau nach dem Tag erstmal eine Kur nötig hätte. Wer dachte, der Mann... Leute, das soll es gewesen sein. Ihr könnt euch das ganze Video noch anschauen. Ist in der Videobeschreibung verlinkt. Lasst gerne mal ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis dahin, haut rein, Leute. Euer Crimex.